Hallo zusammen, liebe Zuschauer. Willkommen bei vielen spannenden Minuten im anschließenden Videoteil. Ich darf erstmal begrüßen am Stativ der Marc, am Brautkleid die Rosa und hier am Mikrofon der Martin. Und auf geht's in ein Blitzthema. Ihr wisst ja, Blitzen mag ich sehr. Warum? Weil man einfach unglaublich viele Möglichkeiten hat. Und eine dieser Möglichkeiten haben wir hier mal wieder ausgenutzt. Und zwar seht ihr die Sonne da hinten am Horizont untergehen? Wenn ja, dann habt ihr gerade mit euren Filmkameras bzw. im Ergebnis, mit dem Film, den ihr jetzt gerade seht, eigentlich das Problem schon auf dem Bildschirm serviert zu bekommen. Nämlich wir haben eine starke Diskrepanz zwischen dem Hintergrund und euch, dem Vordergrund oder mir in dieser Schattenfront. Wenn ich jetzt hinten hell und vorne dunkel habe, dann ist es ganz klar, kann ich entweder hier rauf belichten, dann brennt mir der Hintergrund komplett über, oder ich kann belichten auf den Hintergrund und dann habe ich hier eine schwarze Silhouette. Das heißt, ich sehe nichts mehr, was ich fotografiere. Wir haben uns das Ganze heute noch besonders schwierig gemacht, denn wie gesagt, Brautkleid ist ja weiß und wir haben heute kein beiges oder irgendwie sonst farbiges Kleid genommen, sondern wir haben ein weißes Tüllkleid genommen, was wirklich, wirklich weiß ist und was natürlich dann einen Strahlencharakter hat, der seinesgleichen sucht. Wir müssen jetzt also diese Diskrepanz, extremes Gegenlicht, einbinden in diese Szenerie. Und jetzt gucken wir uns mal diese Location an. Wir fangen Schritt für Schritt an. Bildidee, dann die Vorstellung, was wollen wir haben, dann die Schritt für Schritt Herangehensweise an das finale Foto über das Aufbauen des Setups. Was wollen wir haben? Wir haben Turm, wir haben hier diese karge Felslandschaft, wir haben hier diese Ruinen im Hintergrund und irgendwie passt das alles ganz und gar nicht zu diesem feinen, weißen, strahlend reinen Brautkleid. Also diese Diskrepanz auch hier haben wir mal wieder in Lichtform als auch in Motivform. Diese Felsenlandschaft, die hat irgendwas Altes, ja, was nicht Lebendiges und dagegen dieses Brautkleid, was dieses weiße Engelsartige verstrahlt. Und um diese, ja, wir wollen diese beiden Motivkontraste in ein schönes Foto bringen und ich habe mir dabei gedacht, lasst uns das doch folgendermaßen machen und diese karge Landschaft noch trostloser erscheinen lassen. Und wie erscheint die karge Landschaft noch trostloser? Einfach indem sie düster wird. Düster, finster. Also, ihr merkt schon, über die Bildidee holt ihr euch das eigentliche Fotosetup ins Haus. Wenn ich sage, ich möchte diese Landschaft düsterer, finsterer haben, dann heißt es doch im übertragenen Sinne für uns Fotografen, unterbelichten. Ihr merkt, das ist eine ganz interessante Übertragungsweise. Würdet ihr jetzt jemanden, der nicht fotografiert, sagen, hey, ich möchte einen düsteren Look, dann würde er sofort sagen, klar, musst du dunkel machen. Und wir als Fotografen checken dann sofort, alles klar, ich muss erstmal das Grundbild unterbelichten. Und das haben wir auch getan. Wir haben diese Grundhelligkeit, dieses extreme Gegenlicht heruntergefahren, noch weiter heruntergefahren. Und im Endeffekt haben wir die Situation dadurch verschlimmert. Denn wir haben das extreme Gegenlicht noch dunkler als es schon eigentlich sein müsste, um hier zu fotografieren. Wir haben jetzt wirklich schattenschwarz, rabenschwarze Nacht hier. Auch dort, wo die Sonne auftritt, gibt es nur noch leichte Reflexe. Ihr kennt den Look vielleicht unter Portilook, gibt es ja auch den Yellow Corvette Film, den ich vor langer Zeit mal gemacht habe. Es ist einfach dieses extreme Unterbelichten des Umgebungslichtes. Und was braucht man da? Natürlich Blitzpower. Und da kommen wir wieder an den Anfang, nämlich Blitzpower ist eine mächtige Waffe, um Energie, wahnsinnige Lichtenergie, ganz gezielt auf einen Punkt zu richten, in dem Fall unser Modell. Wir brauchen also sehr viel Blitzlichtpower, um gegen die Sonne anzukämpfen. Und heute haben wir uns da die Priolite MB500 geschnappt, um mal auch zu zeigen, dass man sowas mit 500 Watt Blitzen erreichen kann und nicht immer nur zwangsweise mit 1000, 2000 oder noch mehr Watt. Wir haben hier sogar eine Softbox benutzt, die das Ganze ja noch schluckender macht, die noch Energie wegnimmt und eigentlich diese Leistung, die sowieso schon gering ist, noch verringert. Also, wie machen wir das? Ganz einfach, wir haben unsere Unterbelichtung. Wir gehen wieder einen Schritt zurück, sonst kommen wir durcheinander. Wir dürfen nicht durcheinander kommen, wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Wir haben unsere Grundidee, düstere Landschaft, Unterbelichtung. Welche Werte sind rausgekommen und wie sind die rausgekommen? Das ist ja die Frage. Die Werte, die rausgekommen sind, sind Blende 16 bei ISO 100 bei 125. Warum? Ganz einfach, wir haben eine kleine Belichtungsreihe gemacht, haben uns das angeguckt und haben entschieden, hey, das ist der Look, den wir haben wollen im Hintergrund.
Eine Belichtungsreihe, da habt ihr noch gar keinen Funkauslöser, kein gar nichts mit im Spiel. Wir haben einfach verschiedene Aufnahmen gemacht, die immer dunkler oder immer heller wurden, haben gesagt, hey, das ist das Foto, das wollen wir haben. Und dann werden die Werte in den manuellen Modus übertragen, die sind fix, und dann fangen wir an, das Licht zu setzen. Und wo brauchen wir natürlich unser erstes Licht? Dort, wo der Mark steht, auf das Motiv, die Front des Motives. Die Sonne kommt von hier außen. Wo steht Mark? Ihr merkt dran, ich habe wieder eine Situation, eine Konstellation, die sehr interessant ist, nämlich die sogenannte Zangenlicht-Crosslighting. Da die Sonne, da unsere Lichtquelle und die treffen sich in der Mitte. Wo was steht? Tada, das Modell. Das heißt also, wir haben hier eine Zange mit der Sonne gebildet. Der Schattenbereich, der hier sich befindet, weil die Sonne von da kommt, der wird getroffen durch das Blitzlicht. Und jetzt haben wir einfach so lange den Blitz entfernt auf voller Leistung, bis wir auf 500 Watt das gesamte Bild einheitlich ausgeleuchtet haben und sogar noch etwas vom Bodenbereich mitnehmen. Das war vielleicht jetzt ein bisschen schnell, aber ich werde es nochmal erklären. Wir sind auf volle Leistung gegangen, haben den Blitz leicht über ihre Kopfhöhe gefahren, man sieht es hier, und sind dann so lange Schritt für Schritt zurückgegangen, dass wir diesen Bereich komplett ausleuchten. Das ist auch so eine Try-and-Error-Methode, aber sehr effizient. Man hat auf jeden Fall den besten Ausleuchtungsbereich, wenn man sich Schritt für Schritt daran tastet. Wenn man es natürlich von vornherein weiß, ist es auch cool, aber wer hat das schon in jeglicher Situation, in jeder Zeit im Blick? Niemand. Ja, was wir hier gemacht haben, Marc, vielleicht kannst du es mal reindrehen, ist, wir haben den Frontdiffusor der Softbox entfernt, wir haben nur noch den Innendiffusor und das gibt natürlich auch noch so eine Verstärkung des Lichteffekts. Das heißt, wir haben nur eine halbe Softbox eigentlich genommen, wir nehmen uns nicht die komplette Lichtquelle weg, sondern nur den Frontdiffusortuch, der auch streut in alle Richtungen und haben immer noch so einen Beam, so einen Strahl auf das Motiv. Und dann wäre noch, eigentlich wäre das Foto schon fertig, ihr habt ja schon die Vergleichsfotos gesehen, mit diesem einen Blitz sieht das Foto mit dem Gegenlicht schon wahnsinnig cool aus, die Sonne hat schon diesen Sterncharakter, Blende 16 erzeugt dann durch die Blendenlamellen im Objektiv diesen Stern, der dann so ausbrennt, die Sonne bildet einen Stern. Und warum haben wir den Blitz da hinten? Ganz einfach, wenn die Sonne da ist, dann haben wir hier einen Schattenbereich und um einfach nochmal komplett identische Ausleuchtungscharakteristiken zu erzeugen, haben wir auf den entgegengesetzte Seite, nämlich da, wo die Sonne herkommt und da, wo die Sonne nicht hinkommt, nochmal ein sozusagen 90-Grad-Licht gebildet. Im Endeffekt guckt mal von oben drauf, ihr seht von hinten rechts die Sonne, von hinten links, also von euch aus rechts, dann der Blitz und von vorne dann so eng wie möglich an der Kameraachse hier das Führungslicht. Ja, 500 Watt, ob ihr es glaubt oder nicht, kann man damit locker spielend erreichen. Brautkleid wahnsinnig toll, interessant ausleuchten. Und worauf haben wir jetzt noch geachtet? Wo ist denn der Krux an dieser extremen Look, an diesem wahnsinnig extremen Look? Nämlich diese ganz feine Ausgewichtung. Man muss es schaffen, dass hier nicht alles tiefschwarze Nacht ist, sondern dass es düster ist. Und es besteht ein Unterschied zwischen düster und tiefschwarze Nacht, nämlich worin, dass man gar nichts mehr sieht in der Nacht und dass es einfach nur düster ist, wenn man noch Konturen und noch Schemen erkennt. Das heißt, wir haben hier den Hintergrund und die Helligkeit so belichtet, dass man noch Konturen gerade erkennen kann und dadurch auch diese Kontraste nicht verloren gehen, die diese unglaublich interessante Location bietet. Warum hält eigentlich hier der Marc? Vielleicht nochmal eine gute Abschlussfrage. Wir haben uns abgewechselt vorhin. Er hat fotografiert, ich habe gehalten. Dann reihe um, weil es ist hier wahnsinnig windig. Und bevor wir hier 30 Kilo Sandsäcke hochschleifen, die übrigens bei jedem Generator, der absolut vonnöten wären, bei so einem Wind, wir befinden uns hier gerade, wir können ja mal so einen Schwenk hier machen übers Panorama auf wie viel Meter Höhe, was schätzt du? 300, 400, 500, 600? 400, 500 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Hier zieht es nur so rein. Oftmals ist es einfacher, jemanden hinzustellen, als die Sandsäcke, die ja auch geschleppt werden müssen, zu tragen. Ist banal und kein wirklicher Trick, aber es ist einfach so. Keine Lichtquelle, vor allem keine Softbox, ist so konstruiert, dass sie so einen Wind hier an so einer Klippe, an so einem Aufschwung entgegensetzen kann. Ich denke, wir beenden das Ganze hier mit ein paar tollen Fotos, die wir von Rosa gerade gemacht haben. Ich wünsche viel Spaß und ihr seht, man braucht nicht immer 1200 Watt, wenn man eine sehr strukturierte, logische Herangehensweise hat und wenn man diese Wattzahlen, die 500 zum Beispiel oder 400, extrem gut auswertet und ausnutzt, kann man auch so extreme Gegenlichtaufnahmen damit erzeugen. Ihr habt jetzt gesehen, wie wir herangegangen sind. Ihr habt gesehen, wie wir aus der Idee das finale Foto erzeugen. Und damit sage ich Tschüss und viel Spaß bei den Fotos.